Unser Plan war es gewesen, den Motor eine kleine Inspektion zu verpassen. Das heißt, Verschleißteile tauschen, wie poröse Kabel und Schläuche, einen Ölwechsel vorzunehmen und andere kleine Teile zu ersetzen. Natürlich mussten wir den Magnetschalter erneuern, der beim Ausbau leider abgerissen wurde, weil sich ein Kabel verhakt hatte. Außerdem sollte er einen neuen Anstrich bekommen. Da wir doch einen kleinen Ölfilm im Abgaswasser festgestellt haben, mussten wir der Sache auf den Grund gehen. Hierzu haben wir im ersten Schritt per Endoskop den Zustand der Kolben prüfen lassen. Was dann alles folgte, seht selbst im Video. Da sieht man auch kein bisschen Laufpupsen mehr. Was ich hier als Fleckenbezeichnung habe, ist komplett einmal die Wandung rumrum eine ganz einheitliche Fläche. Also, die wegnehmen, dann kannst du die Schlüsselstangen rausnehmen und dann kannst du den Kopf abbauen. Also da will ich den Laufpuls auf jeden Fall neu machen. Und dann würde ich dir empfehlen, und da sehe ich schon ganz viele Bröckchen und große Brocken, dass du neue Ventile reinmachst. Nicht unbedingt neu, aber einmal eben sauber machen. Wenn du da guckst, da hast du diese Halbschale, das klemmt quasi. Da ist so ein Arretierflügel. Genau, ja. Da ist ein Nut drin, genau. Du kriegst runter, hat dann keine Kraft mehr drauf, kannst rausziehen, genau. Kannst du da oben wegziehen. Alles. Richtig, genau. Dann kommen die Federn weg und die Ventile kannst du von der Seite rausnehmen. Also du müsstest die Schrauben wegmachen. Also die kleinen an Schrauben, 16. Dann kannst du den Bock wegnehmen. Dann kannst du ihn auf den Werkgang legen. Drückst du das mit dem Werkzeug runter, nimmst die ganzen Teile weg, drehst den Kopf dann um. Und dann kannst du mit der Messingbürste bearbeiten. Dann kannst du hier auch nochmal so ein bisschen den Sitz bearbeiten. Steckst das alles wieder zusammen, überall Tropfen Öl dran. Und dann hast du es, genau. Stößel, hast du eigentlich nichts mit zu tun. Stößel, Stangen musst du rausnehmen. Du hast hier die Nockenwelle, die sich hier irgendwo dreht. Ja. Da ist der Stößel drauf. Ja. Der betätigt dann quasi die Stange, der betätigt das hier und dann kippt er den runter und ist gut. Für den Zylindereinheit, Ölwanne weg, Keulauge weg, kannst du das auseinanderziehen. Okay. Genau. Ja, da kommt nun doch ein bisschen mehr auf uns zu, als uns das eigentlich lieb ist. Also legen wir dann mal los. Never touch a running system. Aber wir wissen. Nach dem Herunternehmen des Zylinderkopfes können wir nun auf die vier Kolben sehen. Oh je, sieht das aus. Das hat er vorhin mit seiner Kamera gesehen. Ich bin mal gespannt, was der Fachmann dann sagt. Also das ist Ölkohle. Kohle, genau. Ja, hier würde ich einmal wegschneiden. Die ist relativ glatt. Wenn du sie kriegst, machst du neu. Diese ja. Striemen, das ist die Kreuzhonung. Die genau, sieht eigentlich noch ganz Öl aus. Genau, wie im Öl. Du könntest sie drin lassen. Und wenn du sie drin lassen willst, oder du machst halt neu, das musst du jetzt entscheiden, das ist dir überlassen. Genau. Kannst du mit Akkupatz. Also, dann kannst du das ausreiben, weil es ist nämlich so fein, dass das die Kreuzung noch nicht kaputt macht. Okay. Dann könntest du den quasi noch so die Roststellen wieder mit rausnehmen. Okay. Ja? Bei dem hat die Leute gesagt, der muss komplett weg, ne? Das ist natürlich ein totaler. Das ist richtig doof, ja. Nur oberflächlich auch, oder? Ja, das ist schon ziemlich tief. Also willst du wahrscheinlich auch nicht mehr richtig wegkriegen. Und da hast du dann auch keine Kreuzhonung mehr. Je nachdem, wo der jetzt stand,
Könnte natürlich auch sein, dass die Kolbenringe platt sind. Das kannst du leider so nicht sehen, dafür musst du den ausbauen. Mhm. Wenn du den jetzt, also wie gesagt, das musst du hier, also bei dem jetzt, musst du das hier alles wegnehmen, ja, dass es schön blank ist. Und dann den unten das Pleuel auseinanderschrauben. Dazu die Ölwanne weg, da komme ich dann auch Pleuel drauf. Und dann kannst du den nach oben rausdrücken. Und dann machst du das gleiche mit der Laufbuchse. Da muss man sich mal angucken, wie das unten aussieht. Sonst müsstest du dir so einen kleinen Abzieher bauen. Dann nimmst du einfach eine Gewindestange, ein Stück Flacheisen, was so ja, die Breite hat. Und dann hier oben ein längeres Flacheisen, wo du dann mit zwei Schrauben hier so aufgehst, ja, als Abschützung. Und dann ziehst du den einfach hoch. Ach, wenn, da muss ich aber ganz durch, da muss der Kolben weg sein. Genau, der Kolben ist weg. Aber das sieht so aus, als wenn es eine trockene Laufbuchse wäre. Das heißt, die Laufbuchse sozusagen so eine Metallhülse. Ja. Und hier hast du dann nochmal eine Wandung, wo kein Wasser rankommt. Ja. Genau. Also das kannst du hier nämlich sehen. Hier hast du ja auch Rost drin. Ja. Oder das sieht zumindest aus wie Rost. Es ist Rost, ja. Und eine ganz dünne Laufbuchse, mhm, ganz dünne Höhle. Da musst du ein bisschen aufpassen, dass du nicht verbiegst. Als nächstes bauen wir dann die Ölwanne aus, um an die Kolben und Zylinderbuchsen zu kommen. Und jede Ölwanne hat eine Ablassschraube und Magnet, damit Metallspäne eventuell fangen werden. Ich sehe hier keine. Doch, da ist ein bisschen was hier. Vergesst, dass der so alt ist, ist es nicht so schlimm. Die nächste große Herausforderung kommt nun mit dem Ausbau der Zylinderbuchsen. Hier musste Michael erst einmal einen Spezialabzieher bauen bzw. anfertigen. Viel Abzieher. Wieso? Weil es zentriert ist. Nach gefühlten 3 Tagen und wahrscheinlich 500.000 Umdrehungen hat er es dann endlich geschafft. Oha. Endlich lacht er mal wieder. Ah, da ist der Kolben. Ist das jetzt abgerissen oder was? Weiß nicht, wo die abgerissen sind. Aber die sieht nicht gut aus, da steckt ja jetzt noch was drin. Da steht nirgendwo was drauf. Keine Zahl, nix. Und zwar doch echt dick, siehst du? Das war einfach nur bis dahin ist die Kolbe gegangen, bis dahin war der Hub und das untere ist abgeschliffen und das obere ist noch Originalkolbe. Deswegen war der Versatz da, ja, weil das untere ist einfach abgenutzt. Und Rost, das war der Grund, warum wir sie gezogen haben. Und ich denke, wenn die nicht allzu teuer sind, diese Büchse, tun wir alle 4 tauschen und alle 4 Kolbering tauschen. Irgendwie sagen wir das Bauchgefühl, es ist besser. Weiter geht's mit dem Ausbau der Kolben und Dokumentieren zu den entsprechenden Buchsen, damit wir diese geordnet wieder in Reihenglied einbauen können. Ich sichere jetzt nur die Lager von der Kurbelwelle, da sind die Bleche innen drin, dass die nicht verloren gehen. Es gibt aber neue Lager. Was ist an denen nicht mehr so schön? Man sagt, dass wenn man schon da oben neue Kolbenringe macht, wenn man schon da oben neue Laufbuchsen macht, alles neu abdichtet, sollte man auch die neu machen, weil hier oben jetzt wieder mehr Kraft auf die Pleuel kommt. Ah, das hast du gemeint. Das ist der Kolbe, der wird nicht neu gemacht. Die Ringe, das neu, sind die Kolbenringe, ja, die werden erneuert. Und der Abschreiberring wird auch erneuert. Was ist ein Pleuel? Was ist das Pleuel? Ah, das Gestänge. Eine Pleuelstange. Und die geht auf die Kurbelwelle. Kurbelwelle ist die hier. Das da unten. Wir überlegen, wie es hinter dem Abdeckkasten der Zahnräder für die Ventilsteuerung aussieht. Nicht, dass uns hier alles an Zahnräder querbeet entgegenfällt, wenn wir den Deckel abmontieren. Und nachdem die ersten Schrauben gelockert sind, folgt die Tüftelei der Demontage der Keilriemenscheibe.
Das kann doch alles nicht so schwer sein. Und es ist es doch. Oh, ein Abzieher. Der Abzieher wäre dann mal da. Ja, und kaum ist eine Scheibe weg, kommt dann auch schon die nächste zum Vorschein. Es wird wieder gehämmert und geschraubt. Dann wird wieder geschaut, wie es in der Zeichnung aussieht. Eigentlich ganz einfach, aber die Praxis sieht dann doch wieder anders aus. Es wird wieder geschaut und geschraubt, geschraubt und geschaut, bis das Teil weg ist. Dieses Teil ist die innere Passräder und ich vermute, es ist konisch. Das heißt, es ist eben aufgepresst und ein saumäßig hoher Ort, das drückt uns immer knackig gemacht wird. Dann kann man das mit der Hand herunterziehen, aber es ist ein sehr hoher Anpressdruck. Aber ich habe Angst, dass das Ding auch noch brennt. Und mit einem Satz springt die Scheibe Michael dann entgegen. Pause! Das ist nicht ein Startup-Schatz. Das ist konisch wie unser Ruder. Ja. Das wird mit einem gewissen Druck angepresst. Und dann hockt das Bombe fest da drin. Ja, wie willst du das aber durchpressen dann? Also das hat später mit der Armutter wieder draufschraubt. Also. Und dann ist vorbei. Mit der Abnahme des Deckels offenbart sich dann Folgendes. So, was ist jetzt was? 1, 2, 3. Dieses Zahnrad ist die 1. Ah, die muss dann laufen, dass die 1 zu der 1 läuft. Genau. Und dann in dem Moment, wo die 1 da drin steckt, muss die 2 da sein. Da rechts auf der 4. Da ist 2, da ist eine 2. Genau. Ja. Die 3, das ist eine 3, ne? 3 ja, sein. Auf 11 Uhr. Genau. So muss es stehen, dass alles stimmt. Da kommt jetzt erst nur 3. Da ist jetzt die 3. Da kommt jetzt die 1. Und nein, das passt nicht. Jetzt? Nein. Noch eine Runde. Nächste Runde passt. Auch nicht. Die 3 auf die 3 passt auch nicht. Und die 2 auf die 2 passt auch nicht. Einen OT oberen Totpunkt erreicht hat. Also ist ein Ventivilla, ist eine 1. In der Zeichnung sieht das Ganze dann so aus. Aha. Jetzt wisst ihr, beide Hände, der obere Totpunkt. Was heißt Totpunkt? OT. Jetzt sind sie am höchsten. Da oben. Entweder ist der oder ist der, aber jetzt ist einer von den zwei am OT, oberen Totpunkt, ja? Genau. Und jetzt da ist jetzt 1 auf der 2. Aber genau, und das war es dann. Das Einzige, was irgendwie zusammen zeigt. Alles andere passt nicht. Und das kapiere ich nicht. Weil das ein Motor jetzt wie er ist, fahren ihn hier und das soll fertig machen. Ja. Wenn das jetzt passt, hätte ich weitergemacht. Dann wollen wir am Zahnrädel drehen. Ja? Oder am Rädel drehen oder so. Jetzt tun wir am Rädel drehen. Das hat doch einmal fast gepasst. Ja, aber nicht mit der Enzepenz. Jetzt kommt sie wieder in die Nähe. Irgendwann waren die äußeren Kolben auf dem oberen Totpunkt angelangt und dann passten die Zahnradzahlen zusammen. 1-1, 2-2 und 3-3. Ich entferne jetzt zuerst das mittlere Rad, mit, die drei Antriebsräder miteinander verbinden. Danach versuche ich, das Rad der Nockenwelle abzuziehen. Dann müsste man diesen Deckel hier schon entfernen können. Das da und das, das soll zusammenbleiben. Versuchen wir es mal. Nachdem die Zahnräder und die Nockenwelle dann ausgebaut waren, kam dann noch die Schwungscheibe dran und letztendlich blieb dann nur noch ein kleiner Teil, nämlich der Block an sich übrig. Alle Einzelteile sind auseinandergebaut und in Kisten verstaut.
mehr dran, der Motor, gell? Den kannst du notfalls, wenn man zu zweit packen, wenn man da in den Kofferraum läuft. Der Rest vom Motor ist hier über alle möglichen Kisten verteilt. Ölwanne, Deckel vom Zahnrad, Steuerung, das ist Schwungrad und die Kupplung für das Wendegetriebe, Abgaswärmetauscher, von der Abgase zum Kühlkreislauf, Wärmetauscher, Seewasser, Salzwasser, eine Riemenscheibe, das ist die Wasserpumpe, die Antriebsscheibe in der Mitte, Dieselvorfilter, diverse Teile von dem Kühlkreislauf, Anlasser ohne Magnetschalter, Ölpumpenhalterung, Einspritzpumpenverteilung. Das war so im Großen und Ganzen, was man wissen muss. Ölkühler lag noch irgendwo, habe ich gesehen. Ja, und da hinten geht's weiter. Hier die Nockenwelle. Die Düse, die musst du morgen auch mitnehmen. Und da noch ein paar Kolben. Die nimmst du auch mit morgen, falls die Dinger machen wollen. Das letzte Stück vom Motor. Wir demontieren noch die Kurbelwelle. Das sind die Kurbelwellenlager. Damit die Kurbelwellenlager nicht verloren gehen, montieren wir diese wieder an den Block dran. Den Motorblock bringen wir dann hier bei uns in der Nähe zu einem Spezialisten. Das geht ja recht gut, ja. Ich dachte, es wäre schwerer. Ja, es passt das jetzt hier rein. Ist er. Juhu. Müssen sie nur noch rauskriegen irgendwie. Ha. Hätten wir vielleicht irgendwann machen müssen. Jetzt ist zu spät. Tschüss. Rückbank stellen. Ja, Rückbank. Ich soll mir eine Möglichkeit alle Schrauben wieder so reinmachen, wie sie waren, damit ich sie zuordnen kann. Ich muss das Teil wieder zusammenbauen können. Im Moment habe ich die Schwierigkeit, dass er nur noch ein Block ist, von vorne und von hinten zu unterscheiden. Einzig die 1 erinnert mich an die vorne und an die, diesen Zapf, Laufbüchse. Die viele Löcher da vorne ist vorne. Erinnert mich an vorne. Ja. Da ist ein Zahnrad drauf, ja. Nachdem der Deckel drauf ist. Wenn ich stark bremsen muss, auf dem Motorblock hinter am Wicker hängen. Also fahren. Da erstmal die Holzkiste. Und bleiben wir auf dem Motorblock, mit alle Schrauben. Wenn mit 100 auf der Wand fahrst, wenn mit 100 auf der Wand fahrst, hast du einen Motorblock im Rücken. Und ich habe auch nicht vor, hier runterzufahren. Also er wird gewaschen und kriegt neue Laufbuchsen. Und die Laufbuchse müssen dann auch noch ausgebohrt gebohrt. Und gebohnert werden. Ausgehohnt. Gehohnt, nicht gebohnert, gehohnt. Ja, ausgehohnt wird. Genau. Ausgehohnt wird das Ganze dann, wie auch immer. Weiter geht's im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet wieder ein. Um unser nächstes Video nicht zu verpassen, abonniert einfach unseren Kanal. Dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn wir wieder ein neues Video online gestellt haben. Ebenfalls würden wir uns über ein Like, also einen Daumen nach oben von euch freuen. Und ein paar Kommentare sind natürlich auch immer ganz nett. Vielen Dank!